Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe jetzt heute für euch ein kleines Special. Wir schauen uns hier nebenher im Prinzip ein MVP-Video an mit der Arizona und werde euch jetzt einfach mal ein bisschen was zu World of Warships Legends erzählen. Derzeit hat man ja drei verschiedene Klassen: Zerstörer, Kreuzer und Schlachtschiffe. Flugzeugträger gibt es ja derzeit noch nicht. So, dann hat man ja momentan USA, Japan, Großbritannien und Deutschland. Unter anderem auch ein paar Premium-Schiffe von Polen. Franzosen sind mittlerweile bei. Aber um die beiden Nationen geht es jetzt zum Beispiel nicht. Es gibt auch immer zwei Arten von Kreuzern. Es gibt CA und es gibt CL. So. Ein sogenannter CA ist ein schwerer Kreuzer, während ein CL ein leichter Kreuzer ist. Ein CL wäre jetzt zum Beispiel wie am PC die Wooster. Das ist die leichte Kreuzerlinie und die Des Moines-Linie, das ist übrigens auch die Linie, wo im Spiel übernommen wurde, wäre jetzt zum Beispiel ein CA. Schlachtschiffe zum Beispiel sollte man immer AP nutzen, Leute, wirklich immer AP. Das einzigste, wo man wirklich mal HE nimmt, ist zum Beispiel, wenn der Gegner frontal zu einem steht und man wirklich nicht durchkommt. Eine kleine Ausnahme gibt es auch noch. Briten HE ist zum Beispiel verdammt stark. Es gibt sehr viele, wo auch die Briten auf HE spielen. So, die meisten von euch wissen es, als Hauptbatterie bezeichnet man die Geschütze. Dann die andere Möglichkeit, was es noch gibt, Schlachtschiffe können sich heilen, wissen wahrscheinlich auch die meisten. Ich habe da einfach mal so einen Gesamtguide, auch für komplett neue Leute, zusammengefasst, werde den auch verlinken. So. Amerikanische Kreuzer zum Beispiel haben Radar. Das haben derzeit, wenn ich es auch richtig im Kopf habe, nur amerikanische Kreuzer. Radar hat auf jeden Fall die Möglichkeit, alle feindlichen Schiffe bis zu einer gewissen Reichweite aufzuklären. Kreuzer besitzen generell hydroakustische Suche. Somit können sie zum Beispiel feindliche Torpedos und Schiffe auf niedriger Distanz aufklären. Meistens ist die Reichweite von den Torpedoaufklärungen höher als von den Schiffen. Dann habe ich noch für euch zum Beispiel die Gefechtswartungskosten. Zum Beispiel Tier 1 ist derzeit auf 0 Kreditpunkte, Tier 2 ist auf 6.250, Tier 3 auf 8.750, Tier 4 auf 15.000, Tier 5 auf 28.750, Tier 6 auf 101.250 und Tier 7 auf 160.000. Das habe ich mir mal rausgeschrieben gehabt von der Community. Sind so die Zahlen plus minus, wie sie geschätzt wurden. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt wirklich so ist, aber so wurde es ungefähr ausgerechnet. So würde ich mal sagen, fangen wir an mit der USA. USA zum Beispiel, der Zerstörer der amerikanischen Nationen, sind sehr bekannt dafür, für ihre Feuerkraft. Die haben einen kurzen Reload von ihren Kanonen. Mal, zumindest auf den höheren Stufen wird es immer kürzer. Man bezeichnet die auch als Gunboats. Torpedos sind auch sehr effektiv, allerdings haben sie eine sehr lange Nachladezeit. Und was zum Beispiel bei den amerikanischen DDs sehr gut ist, die haben den längsten Nebel im Spiel. Also sprich, die Reichweite bzw. die Wirkungsdauer ist am längsten. Allerdings, bis der neue Nebel einsetzt, dauert auch dafür dementsprechend lang. Ebenso sind sie auch nicht so ganz wendig. Japaner zum Beispiel sind wendiger. Und der Tarnwert ist auch nicht so dolle. Also da sollte man dann gucken, dass man echt auf Tarnung skillt. So, die Kreuzer der amerikanischen Nation sind zum Beispiel ebenso mit sehr starker Feuerkraft, haben eigentlich recht präzise Hauptgeschütze und ja, Nachladezeit, zumindest war es am PC so, sehr kurz. Also ich glaube sogar, dass die Amerikaner auch im Vergleich jetzt zu den Japanern kürzere Nachladezeit haben. Die einzigen, wo Konkurrenz machen könnten, wären die deutschen Schiffe. Torpedos haben sie nicht, zumindest nicht auf den hohen Stufen. Ebenso haben sie dann auf den hohen Stufen ihr Radar. Und in Legends, wie ich ja vorhin erwähnt hatte, haben sie die CAs genommen. Kreuzer nimmt man generell eigentlich immer HE. Schlachtschiffe kann man auch mal AP nutzen, wenn sie aber breit drehen. Also da kann man tatsächlich auch mit amerikanischen Kreuzern mal Schaden machen. So, dann die Schlachtschiffe von den Amerikanern sind sehr langsam. Dafür aber haben sie eine ziemliche Durchschlagskraft,
aber sind halt auch dafür nicht so wendig. Also die Geschütze drehen recht lang und die Nachladezeit ist jetzt auch nicht so der Hit, sag ich mal. Dafür haben sie eine sehr, sehr gute Flugabwehr. Also wenn irgendwo mal Träger kommen, die Flugabwehr ist ziemlich gut von denen. Dann sind wir auch schon bei den Japanern. Japanische Zerstörer sind zum Beispiel die schnellsten Zerstörer im Spiel. Haben den besten Tarnwert und vor allem verdammt starke Torpedos, die hauen richtig rein. Da ist der Reload auch nicht so extrem gehalten. Und ja, haben auch eigentlich sehr hohe Reichweite von den Torpedos. Nebelwirkungsdauer ist jetzt eher mittelmäßig, also hält nicht allzu lang, aber auch nicht zu kurz. Die Kreuzer von den Japanern sind CLs, also gehören zu leichten Kreuzern. HE-Munition von den Kreuzern sind extrem. Also die Extreme ist eine sehr hohe Brandwahrscheinlichkeit bei den Japanern, was andere Schiffe betrifft. Die Torpedos hauen auch nochmal ordentlich rein, allerdings haben sie ein bisschen blöden Winkel. Sind auch schlechter gepanzert als CAs und ja, trifft man eigentlich generell eher die Zitadelle. Nachladezeit ist auch ein bisschen hoch. Die Schlachtschiffe sind zum Beispiel verdammt stark, haben aber dafür eine ziemliche Streuung, sind auch sehr, sehr langsam und unwendig und haben eigentlich einen ganz guten Torpedoschutz. Flugabwehr ist auch eher mittelmäßig und haben halt auch eine sehr, sehr hohe Nachladezeit. Dann sind wir bei den britischen Zerstörern. Die britische Nation zum Beispiel hat Torpedos, wo man einzeln schießen kann. Also das ist die einzigste Nation, wo man die Torpedos einzeln schießen kann. Die sind auch etwas langsamer. Nebelwand haben sie leider nur 40 Sekunden, haben aber dafür mehrmals Nebel im Vergleich zu anderen Nationen. Auf höheren Stufen haben sie dann unter anderem Hydro. So können sie auch dann andere DDs aus ihrer Smoke spotten oder auch Torpedos. Kreuzer von den Briten sind leider momentan noch nicht ins Spiel integriert. Da gibt es ja nur zwei Stück, wenn ich es richtig weiß. Kreuzer können auch nur AP schießen. Haben normalerweise, wenn sie so kommen sollten wie am PC, dann auch später Smoke. Heilung haben sie von Anfang an. Mehr gibt es da erstmal nicht zu sagen. Schlachtschiffe der Briten sind verdammt bekannt für ihre HE-Munition. Also die Brandwahrscheinlichkeit der Briten ist wirklich abartig. Heißt jetzt aber nicht, Leute, ihr müsst dauerhaft HE spammen oder sowas. Bitte, bitte nicht. Die AP ist auch nicht ohne. Geschütze sind sehr, sehr langsam. Turmdrehrate ist auch nicht wirklich so. Und Tarnwert von den Briten hingegen ist aber sehr, sehr gut. So, dann sind wir auch schon bei der letzten Nation. Bei den Deutschen. Die Zerstörer der Deutschen sind schwierig zu spielen, meiner Meinung nach. Also für Anfänger finde ich sie schwierig. Auf höheren Stufen haben sie ebenso Hydro, müsste auch die größte Reichweite der Hydro sein, was andere Schiffe betrifft. Also zumindest andere Zerstörer. Dann haben sie sehr, sehr starke Guns, allerdings ein bisschen höheren Reload. Und machen die Torpedos machen halt auch nicht so viel Schaden. Also ist zwar nicht so lange am Laden, die Torpedos, aber der Schaden ist eigentlich relativ gering gehalten. Sind auch nicht so dolle wendig, sind aber verdammt starker eben durch ihre Hydro. Die Kreuzer von den deutschen Nationen haben eine recht gute Reichweite, haben ebenso Hydro. HE sowohl auch AP sind beide eigentlich recht effektiv. Und die Flugabwehr ist eher so durchschnittlich. 6 Kilometer Torpedos, außer jetzt zum Beispiel beim Premium, der was jetzt rauskam, die Graf Spee, der hat 8 Kilometer. Und dann haben wir noch die Schlachtschiffe der Deutschen. Die Schlachtschiffe von den Deutschen sind eigentlich auch verdammt stark, haben vor allem starke Sekundärbatterie und haben eben Hydro. Dafür sind sie halt weich und haben halt auch nicht so einen Torpedoschutz. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Ja, Leute, das war im Prinzip der Guide. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Dann danke ich fürs Zuschauen oder auch fürs Anschauen und Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Video.